Im April haben ihn die Studierenden gewählt. Heute Abend, am 28. Mai, wird er in diesem Hörsaal das erste Mal tagen. Der neue Rat des VSUZA, des Verbandes der Studierenden der Universität Zürich. Nach über 30 Jahren besteht mit dem VSUZA wieder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft der Studierenden. Bei der Wahl der rund 70 Mitglieder des Rates haben sich im Vergleich zum bisherigen Studierendenparlament Stura die Kräfteverhältnisse stark verschoben. Verloren haben vor allem die politischen Gruppierungen Kripo und Skalp, zulegen konnten die Interessengemeinschaften, die die Standorte Irchel und Oerlikon vertreten. Wir haben bei diesen zwei Gewinner- und Verliererfraktionen und beim Co-Präsidenten des bisherigen Stura nachgefragt, wie sie diesen Wahlausgang interpretieren. Wir konnten durch das Engagement der MNF-Fachvereine wie auch von der medizinischen Fakultät viele Studierende schnell erreichen und sie darauf aufmerksam machen, dass sie nicht nur mitreden dürfen, sondern auch müssen, damit sie ihren eigenen Standort und Fakultät repräsentieren können, weil das macht niemand für sie. Deswegen, wenn sie es nicht machen, werden sie nicht beachtet. Skalp hat leider im Vergleich zum letzten Wahl erstens an Wählern verloren und zweitens auch im neuen Rat dann an Sitzen. Das liegt vor allem daran, dass Skalp-Mitglieder schon seit jeher immer sehr aktiv in der Studierendenpolitik sind, sich in dem Vorstand, in den verschiedenen universitären, aber auch studentischen Kommissionen engagieren. Und so blieb uns einfach kaum Zeit, aktiv an den einzelnen Wahlständen Werbung für unsere Politik zu machen und auch direkt auf die Studierenden zuzugehen. Wir denken, die Kripo hat Sitze verloren, weil wir einerseits gewisse Anträge eingebracht haben zum falschen Zeitpunkt, während dem Wahlkampf, die den anderen Listen sehr geholfen haben, zum Beispiel der Gentech-Antrag, der doch im Fachverein Biologie zu rechten Kontroversen aufgerufen hat, weil sie dagegen waren. Und dann andererseits aber auch haben wir in Gesprächen mit den Studenten gemerkt, dass die Politik außerhalb von der Universität nicht mehr so interessant ist für sie, vielleicht weil sie keine Zeit haben, vielleicht weil sie denken, die Universität ist ein neutraler Platz, in der solche bildungspolitische Themen, wie zum Beispiel unser Antrag zur Unterstützung der Autonomen Schule Zürich in der Universität, nichts zu suchen haben. Und ich denke, diese Inhalte sind sehr komplex und deshalb auch sehr schwierig, um an die Studierenden heranzutragen. Ja, wir vom Fachverein Ökonomie hatten schon bei den letzten Wahlen 2011 eine sehr hohe Wahlbeteiligung und diese konnten wir dank einem engagierten Wahlkampf von allen unseren Kandidierenden aufrechterhalten. Insbesondere konnten wir unsere Kommunikationskanäle wie beispielsweise das Uniboard sehr effizient nutzen und am Ende resultierte dank einem neuen Wahlsystem mit gesamtuniversitären Wahlen resultierte annähernd eine Verdoppelung unserer Sitzzahl. Als Stura-Co-Präsident kann man da eigentlich nicht viel interpretieren. Das ist dem Amt nicht würdig, sich parteiisch dann zu zeigen. In der Demokratie verändern sich gelegentlich Mehrheiten. Mit den Interessengemeinschaften Irchel und Oerlikon haben zwei Gruppierungen die Wahl gewonnen, die sich für regionale Interessen einsetzen, also für bestimmte Standorte der Universität Zürich. Wie erklären Sie sich den Erfolg dieser Gruppierungen? Ja, der Fokus war bis jetzt immer am Zentrum und wir möchten nicht, dass unsere Standorte zu kurz kommen. Das haben die Studierenden gemerkt. Sie haben gemerkt, dass es ein ASVZ-Relaxraum im Zentrum gibt. Sie möchten das jetzt auch bei Ihnen haben, also im Irchel und in Oerlikon. Dazu kommen dann auch andere Sachen, die die Infrastruktur vielleicht oder das studentische Leben komplementieren sollte. Ich meine, wir verbringen sehr viel Zeit auf diesem Campi und deswegen muss die Infrastruktur auch gut sein, die das studentische Leben halt eben komplementiert. Sachen wie zum Beispiel längere Bibliotheksöffnungszeiten, mehr Arbeitsplätze, ein studentisches Café, haben wir auch mehrmals gehört. Es ist nicht so, dass im Studierendenrat keine Politik für den Studierenden gemacht wurde, aber das war schon eher auf einer anderen Ebene, in gesamtuniversitären Gremien nicht ganz stark so spezifische Projekte, wo die Studierenden gemerkt haben, jetzt ändert sich etwas, jetzt verbessert sich mein Leben, mein Studium verbessert sich. Und das fehlte den Studierenden und deswegen haben sie Gruppierungen gewählt, wo sie allein schon aus dem Namen her erkennen, das ist etwas, ich studiere am Irchel, Interessensgemeinschaft Irchel, die werden sich direkt für mich einsetzen. Einerseits hängt der Erfolg damit zusammen, dass die Wahlkreise geöffnet wurden, also dass jeder Student nun jeden Kandidierenden und jede Kandidierende wählen konnte und die Sitze nicht mehr nach Fakultäten verteilt wurden. Und andererseits
ist der IGI und IGUR, also diesen Interessensgemeinschaften der Standorte, ist es dadurch auch möglich geworden, aktiv Stimmen für sich zu sammeln und somit diesen Studierenden außerhalb des Hauptgebäudes eine Stimme zu geben. Diese Standortvertretungsgruppen, die wurden erst vor kurzem gegründet und mussten zuerst unter den Studierenden und unter den Fachvereinen bekannt gemacht werden. Das ging anscheinend sehr schnell und sehr effizient. Und schlussendlich ist es auch so, dass die Studierenden sich unter diesen Standortgruppen und auch Fachvereinen etwas vorstellen können. Die haben meistens auch schon Dienstleistungen für Studierende angeboten. Hingegen Namen wie Philo, Kripo können solche, die nicht wirklich sich enger damit befassen, können nicht viel damit anfangen. Vor 2 Jahren ist im Stura diskutiert worden, die fakultären Wahlkreise abzuschaffen. Und dann gab es dann von der Gegenseite, eben von den Gegnern der Abschaffung, die Befürchtung, dass die Fakultäten unterrepräsentiert werden, dass die Standorte unterrepräsentiert werden und dass am Ende nur noch die Kripo alleine den Rat managt und die PHF quasi den ganzen Stura oder den Rat des VSU Zittau dominieren wird. Jetzt ist es so gekommen, dass tatsächlich die Standorte die großen Gewinner sind. Also eine Verschiebung weg von den Fakultäten hin zu den Standorten. Das ist, denke ich, auch darauf zurückzuführen, dass die Universität es ein bisschen versäumt hat, die Standorte besser miteinander zu verbinden. Auch der Stura hat diese Standortpolitik vernachlässigt. Das ist im letzten Jahr besser geworden, das ist vor 1,5 Jahren auch schon, hat sich da schon abgezeichnet, aber die Jahre davor waren wirklich so. Es fanden die Stura-Sitzungen ausschließlich im Hauptgebäude statt, vielleicht mit einer Sitzung im Jahr, die im Elche stattfand. Das Ende hat sich jetzt aber geändert mit der Zeit. Würden Sie den Wahlausgang als eine Verschiebung der politischen Gewichte interpretieren? Hat ein Rechtsrutsch stattgefunden? Also wir hoffen nicht. Also wir hoffen, es ist ein Rutsch eher weg von rechts oder links. Wir finden, dass wenn wir alle Studierenden vertreten möchten, dass wir da politisch neutral sein sollten. Man nennt den Stura oder jetzt den VSU Zittau der Fachverein auf gesamtuniversitärer Ebene. Wir wissen, dass die Fachvereine zum Beispiel politisch und konfessionell neutral sind und dies sollte dann auch der VSU Zittau sein. Tatsächlich hat eine Verschiebung der politischen Gleichgewichte im neuen VSU Zittau-Rat stattgefunden, allerdings weg vom klassischen Links-Rechts-Spektrum. Die Interessensgemeinschaften stehen ja für eine sachorientierte Lösung. Dafür steht die Fraktion SCALP auch. Wir versuchen aber darüber hinaus weiterhin linke Positionen zu vertreten. Uns liegt auch Gleichberechtigung der Studierenden, der gleiche Bildungszugang stark am Herzen. Auf den ersten Blick könnte das vielleicht so anmuten, da die Kripo Sitze verloren hat und die Kripo ja doch als das linke Gewicht im Rat gesehen werden könnte. Auf der anderen Seite kann man das jetzt aber noch nicht sagen, da wir ja die Neugewählten noch nicht kennen und auch ihre persönlichen politischen Interessen und Ansichten nicht kennen. Also wird es das Tagesgeschäft dann zeigen. Ja, verglichen mit dem Studierendenrat könnte man es natürlich als Rechtsrutsch bezeichnen. Ich denke aber eher, es ist eine Verschiebung von links eher zur Mitte, was in Zukunft zu einem konstruktiveren, sachlicheren und effizienteren Rat beitragen wird. Ich denke aber, in Zukunft sollte auch rechts-links nicht mehr eine Rolle spielen, sondern es geht darum, für die Studierenden Dienstleistungen aufzubauen und Mehrwert zu schaffen. Es mag eine Verschiebung gegeben haben, weg von einer radikalen Linken hin zu etwas gemäßigterem, auch zu etwas mehr aufs Hochschulpolitische bezogen. Also tatsächlich, wie wollen wir an unserer Uni Zürich studieren? Und nicht eben die Kommentierung der Ereignisse von Grönland bis Neuseeland. Das mag sein, aber dass ein Rechtsrutsch stattgefunden hat, das glaube ich nicht. Das würde ich verneinen. Bedeutet das Wahlergebnis die Abkehr von einer Studierendenpolitik, die über die Universität Zürich hinausgeht? Wird es in Zukunft eine Konzentration auf die universitäre Politik geben? Wir finden, das macht Sinn, ja. Wir wissen, dass einige andere Fraktionen das Anliegen haben, über diese Themen zu sprechen. Wir finden jedoch, dass die IG Irchel findet, wir sollten uns auf die Studierenden der Uni Zürich konzentrieren, weil sie zählen auf uns. Sie haben keinen anderen Studierendenrat. Wir sind die Einzigen, die für sie stehen und für sie kämpfen würden. SCALP hat sich bisher ja schon auf universitäre Politik konzentriert und aktiv und konstruktiv versucht, die Anliegen der Studierenden aufzunehmen und umzusetzen. Und wir begrüßen den Wandel, der jetzt auch im VSU Zittau stattfindet, hin dazu. Und wir werden aber dennoch versuchen,
auf der nationalen Ebene über den VSS oder auch im Zürcher Kantonsrat unsere Anliegen durchzubringen. Das ist schwierig zu sagen. Wir kennen ja den Rat noch nicht. Wir haben noch kein Gefühl dafür, inwieweit er dazu bereit ist, über diese Politik hinauszugehen. Aber die Kripo wird natürlich als gewählte Vertreterin da weiterhin ihre Themen einbringen, sei es zum Thema Gender, sei es zum Thema Zugang für Leute, die keinen Zugang haben zur Bildung, oder das immer aktuelle Thema, die Studiengebühren. Im Vergleich zum Stura mit dem neuen Wahlergebnis wird nicht mehr im gleichen Ausmaß politisiert werden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns zu Themen, die uns direkt angehen, beispielsweise private Forschungsgelder oder eben Unabhängigkeit der Forschung und auch Studiengebührenerhöhung, dass wir uns dazu äußern und der Rat sich eine Meinung bildet und ein Statement abgibt. Aber ich denke, es wird weniger politisch sein in Zukunft. Und wir sollten uns aber weiterhin auf gesamtschweizerischer Studierendenebene beim VSS engagieren. Und ich denke auch, es hat nach wie vor viele Leute, die sich dafür interessieren und die man auf keinen Fall hindern sollte, sich gesamtschweizerisch hier einzubringen. Der VSUZA hat durch das Universitätsgesetz das Mandat, sich zu bildungspolitischen und hochschulpolitischen Themen zu äußern. Das schränkt ihn in seiner Meinungsfreiheit ein bisschen ein. Aber er ist eben die Vertretung der Studierenden und nicht ein allgemeinpolitisches Parlament. Eben der Stura oder der VSUZA-Rat ist nicht der Kantonsrat. Das ist der große Unterschied. Wenn man sich bildungspolitisch äußert, kann man darunter aber so viel summieren, dass letztlich alles Bildungspolitik sein kann, wenn man das möchte. Ich glaube, dass mit der Zusammensetzung, die der Rat jetzt nach den Wahlen haben wird, den Begriff ein bisschen enger auslegt, als das vielleicht in anderen Jahren der Fall war. Wie wird der neue Rat des VSUZA wohl politisieren? Was erwarten Sie von der neuen Zusammensetzung? Also wir hoffen immer, dass der Rat mit Anstand, Respekt und Verantwortung politisieren wird. Wenn wir das Kuchendiagramm anschauen von der Sitzverteilung, sehen wir, dass eigentlich eine Gleichverteilung herrscht. Es ist nicht mehr wie früher, dass jetzt die philosophische Fakultät dominiert. Jetzt haben wir Standorte, die gut repräsentiert sind, auch Fakultäten, Fachvereine, wir haben eigentlich alles. Und wir hoffen, dass jetzt dass mehr Kooperationen stattfinden werden. Kein Antrag wird jetzt einfach durchkommen, ohne dass irgendjemand einen Kompromiss eingeht. Und das, finden wir, ist ein gesunder Rat. Mit der neuen Zusammensetzung wird auch eine Politikverschiebung hin von Bildungspolitik zur Dienstleistungspolitik stattfinden. Die Studierenden haben ja so gewählt, dass sie direkte Ergebnisse auch sehen und erfahren wollen, und das können Dienstleistungen bringen, die das studentische Leben, aber auch das Studium selber verbessern. Und weiterhin wird natürlich auch ein wichtiger Pfeiler die allgemeine bildungspolitische Vertretung der Studierenden sein. Also wir denken, dass die anderen Fraktionen Listen vor allem Dienstleistungsanträge oder dienstleistungsorientierte Anträge einbringen werden, zum Beispiel, dass man mehr Mikrowellen ausstellt für die Studierenden. Schlussendlich aber hat die Kripo eine Tradition, die gibt es schon sehr lange, und wir waren immer links ausgerichtet, linkspolitisch, und unser Ziel ist es vorwiegend, dass aktuelle Themen, gesellschaftliche Themen diskutiert werden, und wir hoffen dann natürlich, dass dann der Rat irgendwann mitziehen wird. Wir können ja jetzt noch nicht sagen, inwieweit die Gewählten politisch ticken. Ja, ich denke, der neue Rat wird sachlicher politisieren und die Ressourcen werden mehr zugunsten von Dienstleistungen eingesetzt, um mit den Fachvereinen und Standortvertretungen zusammen hier Fortschritte erzielen zu können, und weniger für politische Anliegen, die uns nur ganz wenig berühren. Und ich denke auch, dass schlussendlich das Motto, also der Fachverein Ökonomie hat das Gefühl, das Motto sollte sein, machen und machen lassen. Man sollte die Anliegen den anderen Fraktionen, solange sie einem selbst nicht wirklich beeinflussen, sollte man sie gutheißen oder eben unterstützen. Und wenn diese Anliegen nicht gerade Besetzung von Universität oder Verhinderung von Vorträgen betreffen, sind wir da sehr offen. Das ist sehr schwierig zu sagen. Das sind Fraktionen, die teilweise sehr heterogen sind. Die IGOR-Fraktion ist ja auch völlig neu, da weiß man noch, ich kann es nicht wirklich beurteilen, wie am Ende die politische Arbeit sein wird. Und wir haben uns in den letzten anderthalb Jahren
fast ausschließlich nur mit uns selbst beschäftigt, eben mit der Aufbauarbeit des Verbands. Wir haben Reglemente erlassen am laufenden Band. Ein bisschen weiß man schon gar nicht mehr, wie sich die eigentliche studentische Politik eigentlich anfühlt. Es wird auf jeden Fall interessant, aber wie es werden kann, kann ich nicht wirklich sagen. Welche sind aus Ihrer Sicht die dringendsten Probleme, die der Rat des VSUZA angehen muss? Also die Anliegen der IG Irche sind Sachen, die das Studium komplementieren, Sachen, die wichtig sind für unsere Studierenden bezüglich universitäres Leben. Dazu gehören zum Beispiel die längeren Bibliotheksöffnungszeiten und mehr Lernplätze. Wir wissen alle, dass in der Lernphase sehr viele Studierenden Schlange stehen oder früh aufstehen müssen, damit sie überhaupt einen Lernplatz bekommen. Und sie konkurrieren sogar um Lernplätze und das kommt auch in den Medien vor. Also es wird dort publiziert. Und das ist ein echtes Signal. Das heißt für uns, das ist ein echtes studentisches Anliegen. Das muss unbedingt gelöst werden, das Problem. Was wir auch möchten oder was wir von Studierenden oft hören, ist ein studentisches Café und ein ASVZ-Relax-Raum, damit man sich vom Lernen erholen kann. SCALP wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die studentische Mitsprache ausgebaut wird. Die Studierenden möchten auf allen Ebenen und auch in möglichst vielen Kommissionen der Universität mitsprechen. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass eine ausgewogene Repräsentation aller Geschlechter im VSUZA-Rat selber, aber auch in den universitären und studentischen Kommissionen erreicht wird. Und als drittes Anliegen wäre uns der Ausbau der studentischen Dienstleistungen wichtig, die eine Verbesserung des studentischen Lebens, aber auch des Studiums selber für die Studierenden erlebbar machen. Also für die Kripo ist ein wichtiger Punkt, dass man erkennt, dass mit Bestimmung nicht gleich Mitsprache ist. Wir haben zum Beispiel im Unirat zwar eine Redeerlaubnis, aber wir dürfen da nicht mit abstimmen. Und das andere, und das ist auch ein bisschen damit einhergehend, die Demokratisierung der Universität, dass man darüber mal diskutiert. Ja, aus unserer Sicht sind das primär halt vom Zentrum her die großen Platzprobleme aufgrund der gigantischen Studentenzahlen, die wir inzwischen haben. Wir brauchen mehr Plätze, Lernplätze mit längeren Öffnungszeiten. Auch die überfüllte Mensa ist sicher ein Thema. Dann ist es wichtig, dass wir mehr Podcasts haben, damit die Studierenden flexibler studieren können und dann eben auch arbeiten. Und dann allgemein für den VSUZA, denke ich, ist es wichtig, ihn bei den Studierenden zu verankern, damit wir in Zukunft an die Stelle so weit kommen wie der VSETH, dass wir alle Studierenden als Mitglieder haben und viele engagierte Studierende, dass man in Zukunft viel erreichen kann. Die Uni bietet eine sehr gute Umgebung zum Lernen, Forschen, Studieren, Leben. Probleme gibt es dennoch. Vielleicht weniger als woanders, aber die Probleme sind da. Der internationale Austausch, der durch Erasmus angeblich sehr stark vereinfacht werden sollte, funktioniert in einigen Fällen gar nicht. Man geht ins Ausland, freut sich dann, an einer anderen Uni studieren zu können. Vereinbart vorher mit seinem Heimatinstitut, eben an der UZA, welche Leistung man erbringt. Man studiert dann ein halbes Jahr fleißig im Ausland an der anderen Universität, kommt zurück an die Uni Zürich. Und da heißt es dann, nein, diese Leistung, die können wir Ihnen hier nicht anrechnen, das funktioniert nicht und das machen wir nicht. Punkt. Das sollte schnellstmöglich geändert werden. Die Lehrveranstaltungsbeurteilung, die von der Universität seit einigen Jahren zentral gemacht wird, muss optimiert werden. Sie funktioniert in einigen Fällen nicht gut. An einigen Fakultäten funktioniert sie fast gar nicht, weil dann die Fallzahlen zu klein sind, die Seminare sind zu klein. Dann ist der Datenschutz nicht mehr gewährleistet, wenn nur drei Leute dann ihre Antwort zurückschicken. Die Uni weiß das, wir sind da dran, wir sind da auch im Gespräch miteinander, da läuft schon sehr viel. Dann, jetzt aktuelles Thema im Stura gewesen, soll die Universität Gentechnikforschung betreiben, Freiland, auf den Äckern, wo nicht gewährleistet ist, dass die Samen da bleiben, wo sie hin sollen, soll an der Uni Rüstungsforschung betrieben werden, Stichwort Zivilklausel. Das sind Fragen, wo die Studierenden sich zu äußern sollten, in welche Richtung auch immer. Aber das sind eben Themen, die die Studierenden tatsächlich direkt betreffen und wo sie dann auch Politik machen können tatsächlich.
Sehen Sie im neuen VSUZ-Rat Themen, bei denen sich die Fraktionen einig sein werden, oder sind die Meinungen so unterschiedlich, dass eine Blockade droht? Ja, es gibt Themen, wo die Meinungen sehr unterschiedlich sein können. Wir hoffen jedoch, dass der Fokus auf das Studium bleibt und auf unsere Studierenden und nicht auf Ideologien oder zu große Rechts- oder Linksthemen. Wir finden es wichtig. Also ich denke, jede Fraktion weiß, dass wenn wir längere Bibliotheksöffnungszeiten haben, dass das zum Beispiel etwas Positives ist. Sie werden auch davon profitieren. Ich glaube, das kann man unterstützen. Eine Blockade, hoffen wir, wird nicht stattfinden. Meines Erachtens wird es keine Blockade im VSU-Zitterrat geben. Die Sitzverteilung ist sehr ausgewogen zwischen den Fakultäten, zwischen den einzelnen Fraktionen, sodass eine Zusammenarbeit über die eigene Fraktionsgrenze hinaus gemacht werden muss. Da kann nicht blockiert werden, weil keine Fraktion irgendeine einfache oder qualifizierte Mehrheit hat. Und in vielen Themen sind wir uns alle einig. Nur das Ziel ist klar, aber der Weg dorthin, wie das erreicht werden soll, die Lösungsvorschläge sind halt tatsächlich auch mal unterschiedlich. Und so wird es weiterhin zu starken Diskussionen kommen, aber nicht zu einer Blockade. Also die Kripo ist natürlich grundsätzlich nicht gegen Dienstleistungen. Wir finden es aber trotzdem wichtig, dass auch die Politik einen Platz hat. Und da fängt das dann natürlich schon an. Was ist Hochschulpolitik? Was darf man überhaupt in diesem Rat besprechen? Und dann gibt es spezifische Anträge, die natürlich auf Gegenwehr stoßen, wie zum Beispiel der Gentech-Antrag, in dem es um Freilandversuche für gentechnisch veränderten Weizen geht, wo der Fachverein Biologie zum Beispiel doch sehr vehement dagegen ist. Eine Blockade droht nicht. Ich meine, wer sollte wen blockieren? Die Fraktionsstärken sind sehr ausgeglichen im neuen Rat. Es haben alle einen schönen Anteil vom Kuchen bekommen. Und ich denke, aufgrund der sachlichen Ausrichtung in Zukunft, wie beispielsweise eben Anliegen wie die von uns von längeren Öffnungszeiten oder auch irgendwie Studentencafé bei uns oder im Irchel oder irgendwie Kiosk in Oerlikon. Ich denke, solche Vorlagen werden sicherlich schnell Mehrheiten finden, da sie die einen Fraktionen nicht wirklich einschränken. Hingegen werden politische Themen, wie sie von der Kripo in der Vergangenheit vorgebracht wurden, in Zukunft wesentlich schneller vom Tisch sein, da der neue Rat vermutlich nicht bereit sein wird, lange Sitzungen, lange Zeit über solche Anliegen zu diskutieren. Es kommt darauf an, wie politisch die Themen sind. Ich glaube, die Problematik um Erasmus ist relativ offensichtlich. Die Problematik um die Lehrveranstaltungsbeurteilung ist relativ offensichtlich. Da kann ein noch so heterogener Rat am Ende trotzdem einen einstimmigen Beschluss fassen. Wenn es um die tatsächliche Politik geht, da kann man dann tatsächlich sich fragen, wie das funktioniert, das Zusammenspiel. Aber es macht es auch interessant, weil letztlich sind die Gespräche, die eben nicht direkt an der Ratssitzung geschehen, sondern vorher und hinterher und immer wieder, letztlich ja die, wo Politik tatsächlich betrieben wird. Und gerade in so einem heterogenen Gremium wird das dann eben sehr wichtig. Dann ist die Frage, wie stark halten die Fraktionen zusammen? Gibt es eine Fraktionsdisziplin? Funktionieren am Ende Mehrheiten? Oder blockiert sich der Rat tatsächlich am Ende permanent selbst? Das kann man jetzt aber noch nicht sagen. Ob der neue Rat vor allem auf Dienstleistungen für Studierende fokussiert, wird sich zeigen. Zumindest ein politisches Thema wird an der ersten Sitzung sicher zu reden geben. Der Rat wird die Delegierten für die Kommissionen des VSUZH bestimmen und dabei weiterhin eine Geschlechterquote von 30% berücksichtigen müssen. Dies hat der Stura an seiner letzten Sitzung noch beschlossen. Die Geschlechterquote ist für die einen Fraktionen ein Muss, für andere ein Ding der Unmöglichkeit. Für den neuen Rat des VSUZH wird es vermutlich nicht die letzte Auseinandersetzung sein zwischen den neu erstarkten pragmatischen Kräften und traditionell linken studentischen Anliegen.